Gut, jetzt aber zum Angenehmen, und ich freue mich, als ersten Referenten Fritz Neumeier begrüßen zu dürfen. Ich könnte jetzt das Gleiche sagen wie Lis Bösch, ich tue es jetzt nicht. Fritz Neumeier ist Architekt, Architekturtheoretiker, Architekturhistoriker. Er hat seine Lehrtätigkeit 1989, wenn ich das sehe, in Dortmund begonnen, dann über einen Abstecher via Princeton ist er seit 1993 Professor für Architekturtheorie an der TU Berlin. Sie kennen sicher einige zumindest seiner zahlreichen Veröffentlichungen. Sie haben ein breites Spektrum, im Zentrum steht vielleicht Mies van der Rohe, Standardwerk vom kunstlosen Wort kennen viele sicher oder die meisten. Publikation andere über David Gilli, Karl Friedrich Schinkel, aber eben auch über jüngere und gegenwärtige Architekten und Architekturen, Oswald Matthias Ungers, Hans Kollhoff. Und nicht zuletzt, Fritz Neumeier ist Mitglied der Berliner Architektenkammer und er ist auch einer, der sich fleißig einmischt in die aktuellen Diskurse, sei es als Partner bei Entwürfen, als Berater, sei es als Gutachter im aktuellen Diskurs. Wenn er nun spricht über Bau und Bild, die Konstruktion und die Logik der architektonischen Form, dann greift er ein Thema auf, das immer wieder mal im Kern seiner Überlegungen steht. Es wird wohl irgendwie um Tektonik gehen. Ich gebe Ihnen gerne das Wort. Guten Tag, meine Damen und Herren. Lieber Martin Schanz, herzlichen Dank für die freundlichen Worte der Einführung. Es ist nicht so ganz meine Uhrzeit und schon gar nicht am Samstag, um etwas Theoretisches zu formulieren, aber ich will es dennoch versuchen, mich mit etwas Grundsätzlichem zu beschäftigen, das, wie ich meine, für die Zusammenarbeit zwischen Ingenieuren und Architekten ganz wesentlich ist, auch vielleicht der wesentliche Konfliktpunkt ist, nämlich das Verhältnis zwischen der Form oder sagen wir besser der Schaubarkeit, der optischen Erscheinung der Architektur und ihrer Baubarkeit. Und ich glaube, dass im Moment die Architektur in einer Phase der Entwicklung steckt, wo diese beiden Welten ziemlich stark auseinanderdriften. Darüber will ich kurz sprechen. Ich bitte, dass ich die rote Karte bekomme, möglichst rechtzeitig, damit ich noch 5 Minuten habe, um irgendwie meine Kurve dann im Schnelllauf zu finden. Ich beginne mit ein paar Selbstverständlichkeiten. Architektur ist ohne Konstruktion nicht denkbar. Bauen ist das planvolle Zusammenfügen, Aufrichten von Materie unter der Bedingung der Schwerkraft, eben zum Zweck, Räume für den dauerhaften Aufenthalt des Menschen zu schaffen. Architektur ist lebensdienlich. Bauen und Konstruieren in der Architektur bedeutet also das Errichten eines stabilen Raumbehälters oder Raumbehältnisses, eines Gefäßes, auf dem Wege des Zusammenfügens von festen und geeigneten Materialien. Und architektonischer Raum, das wissen wir, entsteht auch aus nichts anderem als dem dauerhaften Zusammen- und Auseinanderhalten, muss man dann da sagen, von Materie, denn architektonischer Raum entsteht eigentlich durch die Begrenzung zu den Seiten und nach oben, und insofern ist architektonischer Raum immer Zwischenraum, der eben zwischen begrenzender Materie oder begrenzender materieller Konstruktion überhaupt erst existiert. Das sind eigentlich ganz selbstverständliche Bedingungen. Das heißt, dass die Konstruktion als ein stabiles und steifes Gebilde der horizontalen Raumüberspannung und vertikalen Lastabtragung gedacht wird, das sich eben in tragende und getragene Teile gliedert. Das ist uns so selbstverständlich und das weiß auch jedes Kind. Und darum zeige ich hier auch dieses Bild, was bei uns als Haus des Nikolaus bekannt wurde, das darin bestand, dass man es möglichst in einem Zug aufzeichnet. Aber dieses Bild ist eine Chiffre. Es ist eine Chiffre für die Architektur, als ein logisches Gefüge, und es ist zugleich auch ein Sinnbild. Es hat eine metaphysische Realität. Es bezeichnet für uns Haus, Zuhause. Es ist gewissermaßen eine Chiffre für die Architektur als die beherbergende und beheimatende Institution des Menschen.
Schon an dieser kleinen Zeichnung kann man sehen, dass die Konstruktion eben nicht nur als eine mathematische und technische Leistungsform existiert, sondern auch eine symbolische Form zugleich ist oder etwas flacher ausgedrückt eine sinnlich wahrnehmbare Form oder sagen wir eine Wirkungsform. Sie ist ein Gegenstand, der wie jeder andere auch sinnlich wahrgenommen wird und eben auch ästhetischen Genuss oder auch Verdruss erzeugen kann. Da die Konstruktion in der Architektur eine empirische Notwendigkeit ist, gehört sie folglich auch als eine Wahrnehmungstatsache zu den phänomenologischen Bedingungen der Architekturästhetik. Es sei denn, es gelänge, die Konstruktion völlig aus der Erscheinung zu verdrängen oder sagen wir besser, sie zu unterschlagen. Konstruktion hat also für die Erscheinungsweise oder anders gesagt für die Bildwelt der Architektur in zweierlei Hinsicht aktive Bedeutung. Eben sie bestimmt den Baukörper mit als eine Erscheinung, denn wie gesagt, Konstruktion betrifft das Erbauen, das eben auch von unten nach oben geht und nicht umgekehrt eines sich selbst tragenden, stabilen Gebildes. Und sie hat Relevanz für den Raum selbst, für den Raumkörper, denn die Konstruktion hält die erforderlichen Flächen der Raumbegrenzung zu den Seiten und nach oben in ihrer Position. Also spricht die Konstruktion auch damit über ein Verhältnis von innen und außen, über das Verhältnis geschlossener und offener Flächen und in diesem Sinne ist sie tatsächlich raumaktiv. Ich will ganz kurz auf die Frage des Baukörpers kommen. Diese Reklame habe ich irgendwann mal in einer Architekturzeitschrift gefunden. Ich finde, sie sagt etwas Bezeichnendes aus. Was Architekten wirklich interessiert, ist, was Last abträgt. Ob das jetzt noch immer so ist, stellen wir in Frage. Aber es zeigt uns etwas, dass nämlich der Baukörper und der Körperbau etwas miteinander zu tun haben. Wir verstehen unter dem Körper eben ein Ganzes aus untrennbar zusammengesetzten Teilen, zusammenhängenden Teilen. Ein Körper ist etwas, der sich selbst trägt. Er ist gefügt, er ist, um es mit Kant zu sagen, gegliedert und nicht gehäuft. Es ist also nicht einfach ein Haufen von Elementen, sondern ein Gliederbau, wobei diese Teile eben eine Einheit bilden, ein Ganzes. Und man kann eigentlich kein Teil entfernen, ohne eben dieses Ganze des Körpers in Frage zu stellen. Unser Körper, den wir haben, ist ein Tragwerk. Er ist selbst auch ein Sinnbild und ein Gleichnis des Tragens und Lastens. Er ist mit Kraft erfüllt. Wir wissen alle, was es bedeutet, aufrecht zu stehen und zu erheben. Und wie in diesem Bild, was es bedeutet, Gewicht mit sich zu haben, was man möglicherweise gar nicht mehr tragen will. Und dass eben der Gang, der aufrechte Gang und Stand eben eine ständige statische Unternehmung ist, ohne dass uns das bewusst wird, nämlich wir müssen ständig unser Gleichgewicht herstellen. Die Ästhetik des Körpers ist in der Architektur keine andere als die in unserem Körperbau. Sie betrifft die Schönheit des Aufbaus, des dreidimensionalen Zusammenhangs der Teile, Schönheit der Verhältnisse, des Über-, Neben- und Nacheinander, die Spannung der Glieder zueinander, die Beschaffenheit der Oberflächen und so weiter. Und dieser Gedanke ist auch in der Architektur seit der Antike so empfunden, die Säule ist der Mensch. Die Säule ist nicht der Baumstamm, das wissen wir schon von Vitruv. Die Analogie für den Menschen in der Architektur ist die Säule. Mit der Säule kommt der Körper des Menschen in die Architektur. Sie hat einen Fuß, sie hat einen Kopf. Und in den Karyatiden wird es eigentlich sehr schön deutlich, wie der Mensch als eben dieses Sinnbild des Körpers und des Tragens auch verwendet wird. Der Zauber der Konstruktion, wenn ich das so sagen darf, besteht eben darin, dass sie eine selbstgeschöpfte, sich selbst aufrichtende Konstruktion, ein spannungsvolles Ganzes bildet, wo alles am richtigen Platz zu sein scheint, etwas, das sich selbst trägt, und zwar auf Dauer. Das ist etwas, was die Ästhetik
der Konstruktion und ausmacht und alle Ästhetik der Konstruktion beginnt natürlich mit dieser tektonischen oder körperlichen Empfindsamkeit für Lagerung, ein Gefühl für Ruhe, für Spannung, für rhythmische Bewegtheit, Ausdehnung und Kontraktion, was man hier auch immer dazu anführen will. Ich möchte Ihnen ein Beispiel dafür geben, wie wir auch abstrakte Verhältnisse eben unter dieser konstruktiven, könnte man sagen, Perspektive wahrnehmen, nämlich selbst wenn wir an Rechtecke uns nur halten wie hier, dann sehen wir sie mit Spannung erfüllt. Wir können gar nicht anders. Das ist, was die Einfühlungstheorie besagt. Wir beleben ständig den toten Stoff, dem Tisch geben wir Beine, als wäre es ein Lebewesen und dergleichen. Und wenn wir aufrichten sagen, dann meinen wir einen körperlichen Vorgang, nämlich dass sich horizontal zusammenfassend und in der Vertikale steigend. Deshalb reden wir auch von einem stehenden Rechteck. Ein Rechteck steht natürlich überhaupt nicht noch sonst was, sondern wir übertragen diese Eigenschaft. Und in die Breite gehen, liegen heißt für uns sich horizontal ausbreiten. Das heißt, die Spannung lässt hier nach und ich sacke in der Höhe zusammen. Und beim Quadrat, da haben wir überhaupt nicht mehr diese Einfühlungsmöglichkeit. Das ist für uns neutral. Heinrich Wölflin hat mal so schön gesagt, das Quadrat will nichts. Das steht weder noch liegt es. Es ist für uns körperlich nicht einfühlbar. Das heißt, wir lesen alle Formen eigentlich unter diesem konstruktiven Prinzip eines sich tragenden Körpers. Und damit kann man sagen, ist eigentlich durch dieses Zusammenfassen und sich Ausdehnen die Körpersprache der Architektur ganz klar bestimmt. Die Konstruktion erzählt. Sie trägt nicht nur, sondern sie erzählt also auch vom Tragen und Getragenwerden. Sie erzählt von der Kraft des Sich-Aufrichtens, von dem Widerstand der trägen Materie und der Überwindung, die geleistet werden muss. Kurzum, in der Konstruktion drückt sich immer ein Verhältnis von Stoff und Form aus. Und das war auch das, was man mit dem Bild The Belly of the Architect, könnte man sagen, ja, gesehen hat, dieses Verhältnis von Stoff und Form, dass wir an bestimmten Dimensionen dann, wenn es sich zu sehr ohne Spannung in der Horizontale ausdehnt, als nicht mehr besonders angenehm, weder körperlich noch ästhetisch empfinden. Also sie drückt etwas aus, sie erzeugt ein Bild für uns in unserer Vorstellung von Kräften, von Kraft in Form und Materie übersetzt. Und wir sehen ja auch nicht die tatsächlichen Kräfte, die können wir gar nicht sehen, sondern wir haben nur eine Vorstellung davon. Das heißt, das Ermöglichen einer solchen Vorstellung, einer körperlichen Vorstellung, das ist das, was die Konstruktion für uns auslöst. Und ich zeige hier ein Blatt von Karl Friedrich Schinkel, der sich mit dieser Frage schon um 1830 beschäftigt hat. Ich gehe hier nicht ins Detail, sondern dieses Blatt ist eigentlich nur ein Beispiel dafür, wie ein Architekt das ihn interessiert, was trägt und Last abträgt. Nämlich, er untersucht in diesem Blatt nichts anderes eigentlich als das Verhältnis zwischen Masse und Öffnung, die Art und Weise, wie Masse verteilt wird. Und für ihn redet die Konstruktion eben vom Raum und der Umschließung in diesem Verhältnis von Masse und Leere und Innen und Außen, von Flächen und so weiter. Dass wir dieses Gefühl für schwere Gesetze der Masse und Verteilung in uns haben, das ist Schinkels These, und so würden wir dann eben auch bestimmte Öffnungen, meinetwegen D war für seine Verhältnisse kühn, etwas mit geringer Masse weit überspannen, während A eben sehr gesichert ist. Ich will jetzt hier nicht weiter darauf eingehen. Er spricht jedenfalls hier von Charakterisierungen, er redet von dem Gefühl von Sicherheit, Leichtigkeit, das Gefühl des Kühnen, das Gefühl des Gebrechlichen, das Gefühl des Gemächlichen. Das sind also alles Stimmungswerte, könnte man sagen, die durch die Konstruktion uns vermittelt werden. Insofern ist die Sprache der Architektur von der Konstruktion ganz wesentlich geprägt. Die Konstruktion handelt und ist damit eigentlich auch die Grundlage für das, was wir in der Architektur lebendigen Ausdruck nennen. Schinkel hat das sehr schön beschrieben. Ich will Ihnen nur zwei kurze Zitate geben, die ich sehr bezeichnend finde. Er sagt, in der Baukunst
muss wie in jeder Kunst Leben sichtbar werden. In der Kunst muss Leben sichtbar werden. Man muss die Handlung des Gestaltens der Idee sehen. Man muss irgendeine Kraft gewissermaßen sich darin wirksam vorstellen können. Und diese Handlung der Konstruktion umschreibt er jetzt mit Eindrücken wie Streben, Sprossen, Kristallisieren, Aufschießen, Drängen, Spalten, Einfügen, Drücken, Biegen, Tragen, Setzen, Schmiegen, Verbinden, Halten, Einliegen und Ruhen. Das sind alles sozusagen Eigenschaften, die die Konstruktion ausdrücken kann. Und er sagt, als lebendiges Handeln gedacht. Also diese Formen kann uns die Konstruktion als lebendiges Handeln gewissermaßen assoziieren. Und er nennt dies, das finde ich eine wunderbare Formulierung, die Leben andeutenden Erfordernisse der Architektur. Mit anderen Worten, die Konstruktion gehört zu den Leben andeutenden Erfordernissen in der Architektur. Eine wunderbare Erkenntnis. Nämlich, wie begründet er das? Er sagt, für die Architektur ist sozusagen das Bild der Konstruktion ein Bild von lebendigem Handeln. Ich zitiere ihn ein zweites Mal: Durch die Charakteristik der sichtbaren Konstruktionsteile erhält das Bauwerk etwas Lebendiges. Die Teile handeln zweckmäßig gegeneinander, unterstützen sich, und wenn man ihnen ansieht, dass jeder seine Schuldigkeit tut, so entsteht eine befriedigende Empfindung, die den Begriff der Ruhe, der Festigkeit, der Sicherheit mit sich bringt. Der Produzierende, der Architekt, hat also an der Konstruktion das nächste oder naheliegendste und sicherste Kriterium für eine angemessene Haltung und Charakteristik in seiner Architektur. Mit anderen Worten, die Konstruktion ist die Grundlage überhaupt für architektonischen Ausdruck, so sieht es Schinkel. Sie befriedigt nicht nur unseren Geist, gewissermaßen unseren Systemgeist. Die Teile handeln sinnvoll miteinander und zueinander. Und sie gibt uns nicht nur diese körperliche Realität wieder. Sie ist also eine Daseins- und eine Wirkungsform. Der Träger ist nicht nur ein Träger, sondern er ist auch ein Bedeutungsträger. So weit, so gut. Wenn man an der Stelle angekommen ist, steht man vor diesem grundsätzlichen Konflikt, der nun entstehen kann, der theoretisch auch gegeben ist, zwischen der Bildhaftigkeit und dem, was man konstruktive Wahrheit oder Notwendigkeit nennt. Stichwort Konstruktionsgerechtigkeit, eine solche moralische Forderung, die im 19. Jahrhundert aufkommt. Und man kann fragen, inwieweit kann sich jetzt das eine vom anderen entfernen, wenn noch vom Architektonischen überhaupt die Rede sein soll? Wie weit kann sich die Bildhaftigkeit in der Architektur von der Konstruktion lösen? Und umgekehrt, kann die Konstruktion die Bildhaftigkeit der Architektur ganz allein bestimmen? Inwieweit kann und muss der Konstruktion nicht erst zu Formkraft verholfen werden? Inwieweit muss man die Formkraft der Architektur an die Leine der Konstruktion legen, um sie künstlerisch zu disziplinieren, wenn die Fantasie überschäumt? Wie sähe das ideale Verhältnis aus, in dem beide Seiten harmonisch, das heißt ohne Zwang, koexistieren könnten? Und da sind wir natürlich, wenn ich von diesen beiden Seiten rede, die können wir auch personifizieren in der Rolle des Ingenieurs und des Architekten. Gibt es dieses ideale Verhältnis überhaupt? Oder muss nicht immer ein Kompromiss geschlossen werden? Und bedeutet das nicht auch in den meisten Fällen, es gibt Sieger und Verlierer? Das sind grundsätzliche theoretische Fragen nach der Abhängigkeit der Logik der architektonischen Form von der realen Konstruktion und der Frage nach dem symbolischen Potenzial, das die Konstruktion hat. Darauf kann ich natürlich jetzt im Detail nicht eingehen. Ich will nur mit Ihnen ganz schnell einmal einen schnellen Blick in die Geschichte werfen, um zu zeigen, dass nämlich bis ins 20. Jahrhundert der bildhafte Ausdruck der Architektur immer auf die Konstruktion bezogen geblieben ist. Mit anderen Worten, das Bild der Konstruktion
ist ein wesentlicher Bestandteil der Sprache der Architektur. Die Konstruktion wird also auch als bildhaftes Gestaltungsmittel in der Architektur verwendet, als symbolische Form zum elementaren Bestandteil der Sprache der Architektur. Die berühmte Maison Carrée, ein Römerbau, wo man sehen kann, wie hier die Säulen dann als Halbsäulen weiter an der Wand herumwandern, statisch natürlich gar nicht mehr notwendig, denn die Wand trägt, aber man sieht, man braucht sie, die Konstruktion als Bild, um eben einen einheitlichen Körper zu schaffen, um eine plastische Flächenbeherrschung zu erreichen. Ich springe in die Romanik. Hier sehen wir, dass die Konstruktion auch von der Tiefe der Oberfläche erzählen kann. Das Relief wird Ausdruck einer Schichtung und auch des Verhältnisses von innen und außen. Man macht die zweidimensionale Wandfläche zu einer dreidimensionalen aktiven Raumschranke, könnte man fast sagen, die den Blick in den Baukörper eindringen lässt, die zugleich auch für uns eben eine haptische Vorstellung ermöglicht. Die Architektur wird gewissermaßen ertastbar, auch für unser Auge. Und zum Geheimnis der architektonischen Schönheit gehört es meiner Meinung nach, auf der Oberfläche durch Struktur und Ornament für unser Auge eine Vorstellung von der Körperlichkeit und von räumlicher Tiefe zu erzeugen. Beides wird durch abstraktes Linienspiel auf der Fläche angeregt, konkretisiert sich im abstrakten Verhältnis von Öffnung und Rahmung, wie man hier schön sehen kann, und den Fügungsprinzipien von Lagerung und Schichtung und gewinnt dann eben im Relief als Träger der plastischen Handlung oder des Lebens, wie Schinkel das so schön gesagt hat, konkrete Form, etwas Haptisches, konkrete Anschaulichkeit und wird schließlich dann im Spiel von Licht und Schatten mit Leben erfüllt. Das ist für mich, was architektonische Schönheit bedeutet. Und nach diesem Beispiel ist die ganze Architekturgeschichte mehr oder minder, kann man sie durchlaufen. Ich zeige hier Romanik in Italien, das Baptisterium in Florenz, wo man sehen kann, wie das Bild der Konstruktion sogar bis in eine abstrakte, fast geometrisch, man möchte schon sagen Inkrustation, sehr moderne Form der Flächenbehandlung reduziert wird. Sie wird zu einer abstrakten Struktur, zum Element der Teilung und der Rahmung als Methode der Flächengliederung. Und schließlich muss man auch sagen, auch das Ornament entsteht eigentlich aus der Konstruktion. Denken wir an den Zahnschnitt etwa im Steinbau, was aus dem Holzbau kommt. So, in der Gotik wird das Ganze nochmal gesteigert. Man könnte fast sagen, hier blüht die Konstruktion förmlich hinüber ins Ornament. Alles ist mit dieser Spannung, mit dieser Kraft durchwirkt in dieser Architektur. Da ist nichts ohne irgendwie einen lebendigen Puls. Und wenn wir in die Profanarchitektur schauen, dann in die bürgerliche Baukunst gewissermaßen, hier Alberti mit seinem Palazzo Rucellai von 1450 in Florenz, der eben die normale Quaderburg des toskanischen Palazzo hier mit einer solchen Struktur nobilitiert, die in die Fläche eingetaucht ist und damit den Bau zu einem Gliederbau macht und ihn auch symbolisch öffnet, im Gegensatz zu dieser doch eher abweisenden Rustika-Quaderung, die Wand des toskanischen Palazzo ausmacht. Dieses Prinzip geht durch bis ins 19. Jahrhundert, nicht anders macht man das sogar bei Hochhausbauten in den USA. Ich springe hier nur weiter hinüber. Ich will damit nur zeigen, es ist selbstverständlich, dass für das, was wir architektonische Formen nennen, diese Konstruktion auch als Bild verwendet wird. Die Verhältnisse verändern sich im 19. Jahrhundert, eben durch das Auseinanderdriften von Architekt und Ingenieur. Es werden neue Weiten und neue Höhen konstruktiv erschlossen, hier die Galerie der Maschinen, und es entsteht ein Konflikt, den ich vielleicht mit diesem Bild, als ich in Berlin fotografiert habe, Messels Museum von 1910,
am Kupfergraben und davor die S-Bahn-Brücke, die vielleicht 10 Jahre zuvor gebaut wurde. In diesem Konflikt drückt sich das aus, das scheinbar Unüberbrückbare von zwei Welten, der Welt des Ingenieurs und des Architekten, der Welt des Steins, der Steinformen der Architektur und des Stahlskelettes. Man hat die Träger mit ihren Nieten und auf der anderen Seite steht die Welt der klassischen Form und beide stehen sich gewissermaßen unversöhnbar gegenüber. Und um 1910 werden dann auch Versuche unternommen, die Welt des Ingenieurs und die Welt des Architekten genauer aufeinander zu beziehen. Hier der berühmte Otto Wagner, der ja die ganze Ringbahn in Wien gestaltet hat, mit dem schönen Beispiel hier des Nussdorfer Wehrs. Das ist für mich ein besonders schönes Beispiel, weil hier nichts anderes ist als dieser Stahlkäfig, der über einen Fluss gelegt wird, um ein großes Brett dann herabzulassen und den Fluss zu stauen. Dieser Stahlkäfig hält das Brett. Das ist die eigentliche Konstruktion. Ein Wehr ist etwas, was, hier sehen Sie es im Schnitt, den Fluss staut. Sie sehen die Konstruktion. Und was tut der Architekt? Wagner selber hat sich sehr schön in seinen Texten dazu ausgedrückt. Er hat vom brutalen Auftreten des neuen Materials gesprochen im Stadtbild. Der Ingenieur spräche eine unsympathische Sprache für die Menschheit mit dem rein technischen. Und man müsste eben doch, so formuliert er aus, da der Ingenieur selten als Künstler geboren, der Baukünstler in der Regel aber auch zum Ingenieur zu machen ist, so wörtlich, muss der Baukünstler mit der Zeit sozusagen dieses Terrain mehr oder minder seinen Einfluss erweitern, auch übernehmen. Und so sieht man dann auch hier in diesem Bild, wie die Verhältnisse klar organisiert sind. Die Arbeit verrichtet der Ingenieur und die Erscheinung verrichtet der Architekt. Und dann hat er auch noch die Chuzpe, hier auf den Löwen draufzuschreiben, Viribus Unitis, mit vereinten Kräften. Und hier ist natürlich klar, wie hier die Rollen verteilt sind. Der Löwe da oben, der triumphiert und der geht natürlich nie in diesen Käfig da unten rein. Und es ist damit klar, dass die Rolle des Baukünstlers hier beansprucht werden muss. Das ist noch relativ früh, Ende des 19. Jahrhunderts. Andere Versuche, die wichtig sind, wie dieser hier von Peter Behrens mit der berühmten Turbinenhalle, wo wir sehen, wie die Konstruktion mit ihrem Binderumriss jetzt die architektonische Form bestimmt. Ich will nicht so weit eingehen, das hier zu analysieren, aber Behrens hat sich sehr viele Gedanken zu dieser Frage gemacht. Sein Text über das Verhältnis von Kunst und Technik von 1910, den halte ich heute noch für äußerst lesenswert, würde ich jedem empfehlen, der sich mit dieser Frage Ingenieur und Architekt beschäftigen will. Er sagt nämlich, so wie es physikalische Gesetze gibt, gibt es auch Gesetze der Kunst. Das heißt, hiermit wird klar gesagt, beide Welten haben ihre eigene Berechtigung und man muss versuchen, sie zu einer Synthese zu bringen, der Konstruktion gleichermaßen zu Formkraft zu verhelfen und umgekehrt die Form an der Konstruktion zu erneuern und zu relativieren. Und das, was er tut, ganz einfach formuliert, ist ja hier, er holt eigentlich die klassische Form vom Sockel. Man assoziiert natürlich einen Tempel, aber man spürt auch die eiserne Gegenwart, wie das mal ein Zeitgenosse so schön ausgedrückt hat. Und vielleicht wird das auch sehr schön deutlich an diesem Detail, wie die Konstruktion jetzt wie eine Skulptur dem Auge auf einen Sockel gestellt wird. Mit anderen Worten, man stellt die Konstruktion auf einen Sockel und holt die klassische Form vom Sockel und versucht, diese beiden miteinander zu verknüpfen. Karl Scheffler hat um 1910 das schöne Wort vom Kunstversprechen der Konstruktion formuliert. Finde ich eine sehr schöne Formulierung. Das Kunstversprechen der Konstruktion, nämlich wenn man mit einer neuen Art und Weise des Sehens in die Architektur und in die Konstruktion schaut, dann würde man sehen, dass die beide doch irgendwie etwas miteinander zu tun haben und dass man klassische Schönheit und Konstruktion durchaus miteinander verknüpfen kann. Ich erinnere hier nur an Henry van de Veldes emphatische Beschreibung des Fahrrades, das im perikleischen Geist gewissermaßen geschaffen worden sei, oder des Segelbootes, wo man sehen kann, wie diese Formen eben auch als ästhetisch intensive Formen begriffen werden. Wie nah oder entfernt auch immer, das soll sozusagen das Resümee sein,
die Form zur realen Konstruktion stand. Die Konstruktion ist als symbolische Form für die Sprache und das Bild der Architektur in jedem Falle bestimmend geblieben. Das ändert sich mit dem in der 20. Jahrhundert. Ach so, noch ein kleiner Nachtrag, auch der späte Otto Wagner relativiert das dann. Sie sehen hier den Sockel von der Postsparkasse und hier sieht man, was mit dem Stein geschieht. Er wird gewissermaßen weich, er hängt da fast wie so ein bisschen wie zäher Pizzakäse und es soll natürlich klar gemacht werden, dass jetzt der Stein angenagelt ist, das heißt die metallische Konstruktion ist das eigentliche und dieses Material ist nur eine Verkleidung und damit bekommt der Stein eben auch solche weiche Form, um das auszudrücken. In der Moderne verändert sich das Verhältnis zwischen Konstruktion und Kunstform, zwischen Bildhaftigkeit und konstruktiver Logik und man kann sagen, es erfolgt die Verdrängung der Konstruktion im Namen von moderner Technik. Wir wissen, dass die moderne Kunst und auch die moderne Architektur auf alle darstellende Funktionen verzichten will. Sie will ja abstrakt etwas zum Ausdruck bringen und damit gehört auch eigentlich die darstellende Form, die darstellende Funktion der Konstruktion zu dem, was man in der modernen Architektur verzichtet. Mies van der Rohe, eine große Ausnahme, über die spreche ich hier heute aber nicht. Warum? Wie schafft man es? Man hat eine Formsprache, die sich vollkommen von der Konstruktion emanzipiert. Entweder reine Geometrie wird, vorzüglich das Quadrat, das will nichts, das steht nicht und liegt nicht gewissermaßen, und reduziert damit die Konstruktion auf ein Hilfsmittel oder sie bekommt eine rein darstellende Funktion und wird komplett auf ihren Bildwert reduziert. Ich denke hier nur an Elisitsky, Wolkenbügel oder Tatlins Spiralturm und dergleichen. Das hier ist Prinzip Domino von Le Corbusier, Sie kennen das alle und es bezeichnet eigentlich ganz gut das, was geschieht, das ist die Konstruktion und Le Corbusier redet ja davon, eigentlich von Ingenieurästhetik und Baukunst, er will diese Gleichung, die er bei Peter Behrens natürlich kennengelernt hat, haben, zeigt auch eine schöne Brücke von Gustav Eiffel, aber das, was er unter Ingenieurästhetik versteht, ist natürlich nur noch das reine Volumen, das ist für ihn die Quintessenz der ganzen Architekturgeschichte, als wären die amerikanischen Silobauten der Schlüssel, mit dem man jetzt in die Architektur schaut und als wäre die ganze Architekturgeschichte zu nichts anderem da gewesen, als nur ständig Würfel, Tetraeder, Zylinder und dergleichen hervorzubringen. Das ist natürlich eine stark mechanistische Reduktion des Architekturverständnisses und so ist dann auch die Architektur von Corbusier eben auf den nackten Kubus reduziert, auf die Architektur der kahlen Kanten, wie ich sie immer nenne, eine freie Fassade, die gegen alles tektonische Empfinden schweben kann, wie eine dünne Schachtel ohne Gewicht soll das Haus erscheinen, ohne tragbare, sichtbare Tragen und Lasten, ohne Struktur. Auch die Farbe Weiß ist ja etwas, was dieses Neutralitätsgefühl ausdrücken soll. Es ist ein Skelett, obwohl, wie wir das gesehen haben, das Skelett die Grundlage für Le Corbusier ist, das sich eben nicht mehr in der Haut der Architektur plastisch abzeichnet, sondern das nur noch maskiert wird. Le Corbusier sagt, man muss die Konstruktion wichtig nehmen. Diesen Satz greift er auf und sagt, Verzeihung, die Konstruktion wichtig zu nehmen, das mag einem Schüler der Kunstgewerbeschule anstehen, der seine eigenen Verdienste herausstreichen will. Der liebe Gott hat die Handgelenke und die Fußknöchel sehr wichtig genommen, aber es gibt noch mehr als das. Also Ingenieurästhetik, aber die Konstruktion als eine Gestaltungsgrundlage will er nicht. Ich zeige Ihnen noch ein Beispiel, sozusagen nur etwas Exemplarisches, Walter Gropius. So sieht ein Haus im Rohbau aus, das ist das, was er in Stuttgart baut und so sieht es dann wie eines der Meisterhäuser aus, völlig glatte Schachtel, möchte man sagen, und ein Detail finde ich besonders interessant, dass dann dort, wo die Stützen herunterkommen, wie Sie hier sehen, die Stützen mit schwarzem Glas verkleidet werden, sodass sie weggespiegelt werden, natürlich um diesen schönen schwebenden Eindruck dieses Kubus zu erzeugen, der quasi gegen die Schwerkraft hier irgendwie im Raum gehalten wird.
So, also das kann man nun wirklich nicht mehr als Beteiligung der Konstruktion am architektonischen Ausdruck verstehen. Und wenn Sie das Buch The International Style von Henry Russell Hitchcock und Philip Johnson von 1932 in die Hand nehmen und es heute lesen, werden Sie erschrecken. Da wird eben nur noch von der Wirkung der Masse gesprochen, dass die Festigkeit, die Wirkung von Masse, von statischer Festigkeit eben noch die primäre Qualität der Architektur ist verschwunden. An ihre Stelle tritt die reine Wirkung, reiner Körper, glatter Flächen und so weiter. Und ein wunderbares Wort dann, es darf natürlich keine Anbauten und sonst etwas geben, weil damit die Klarheit dieses Volumens in seiner Erscheinung beeinträchtigt würde, heißt es wörtlich, die Klarheit der Erscheinung des reinen Volumens wird durch jede Art Störung gemindert, das sind etwa Leibungen und dergleichen. Das reine Volumen wird als immateriell und gewichtslos empfunden, als geometrisch bestimmter Raum. Mit anderen Worten, Konstruktion in sichtbarer Form ist ein Störfall. Sie wird verdrängt aus dem Bild und sie wird natürlich noch auf andere Formen verdrängt, in dem, was wir von der Moderne noch kennen, in der organischen Architektur, die so tut, als sei sie nicht konstruiert, sondern gewachsen, amorphe, plastische Masse, die nach konstruktiv nicht mehr nachvollziehbaren Bedingungen ihre einmalige Form findet, die dann natürlich irgendwie baubar gemacht werden muss. Und das ist das, was ich meine, was wir heute erleben, dass diese Formen jetzt gebaut werden können, weil man Computer und alle möglichen Technologien hat. Das ist das berühmte Bilbao. Seit Bilbao besteht eben der architektonische Fortschritt in formlosen Formen, die Computer generiert werden, irgendwelche Schlingen, Schleifen, Rampen, Blasen, Spiralen, irgendwelche wild gekanteten Kuriositäten, die dann je nach Bedarf als Wohnhaus, Museum, Bibliothek oder Firmensitz medial verkauft werden und natürlich mithilfe der Ingenieure dann technisch irgendwie zusammengebastelt werden. Das geht natürlich nur durch einen ganz hohen ingenieurstechnischen Anteil. Darin tobt sich sozusagen heute der Fortschritt aus und ich finde es bezeichnend, wenn man dann mal einen Geribau im Rohbau sich anschaut, ich würde behaupten, so denkt kein Ingenieur und so baut kein Ingenieur. Das ist aber die Realität, wo das Verhältnis, was ich meine, zwischen Baubarkeit und Schaubarkeit völlig auseinanderdriftet. Das ist für mich nicht mehr eine Konstruktion als ein Körper, der einheitlich gebaut ist, sondern das ist eben, um es mit Kant zu sagen, hier ist das Ganze gehäuft und nicht gegliedert. Und man könnte sagen, dass eben nach diesem Kreuzzug des neuen Bauens gegen Säule und Ornament jetzt alles zur Bauplastik mutiert und das Gebäude eigentlich ein Riesenornament wird und so folgt gewissermaßen auf die frühmoderne Tragödie einer Architektur ohne Ornament, nunmehr das Ornament ohne Architektur. Als die spiegelbildliche Kehrseite, man könnte fast sagen, die Rache des verdrängten Ornamentes. Ich gebe Ihnen nur noch schnell ein paar Kostproben von dieser Architektur ohne Architektur. Peter Cook in Graz, hier sehen Sie, oben trifft unten. Wunderbare Vorstellung, eine Blase, die muss aber irgendwie ins Erdgeschoss kommen und dann schauen Sie mal dahin, wie die Fensterscheiben da mit dieser Rundung, da ist einfach irgendwie mit der Schere irgendwas abgeschnitten. Das hat für mich nichts mehr mit Bauen zu tun und diese ganze schöne runde Form muss natürlich durch den Eierschneider, wie ich das immer sage, gedrückt werden, weil man natürlich elementarisiert baut und nicht ein Gebäude aufbläst wie ein Luftballon oder aus der Schaumdose abdrückt, sondern es muss ja gebaut werden. Das heißt, es wird zerlegt in Elemente, es wird durchgeschnitten und dann muss natürlich dieses organische Gebilde irgendwie wiederhergestellt werden. Und jede Platte hat eine eigene Krümmung und da muss man das irgendwie zusammenbasteln. Und so sieht dann das Fugenbild aus. Noch eine Kostprobe. Die vielgerühmte Zaha Hadid, das hier ist kein Luftfahrtmuseum, sondern der Eingang zu einem Skilift bei Innsbruck. Und dieses Foto habe ich in der FAZ im Feuilleton gemacht bei einer enthusiastischen Besprechung eines Kritikers. Und dann habe ich auch gedacht, gute Güte, hat der Mann keine Augen mehr. Wenn Sie sich nur mal dieses Fugenbild anschauen, was jetzt entsteht,
Verstehen Sie, sowas würden Sie von keinem Auto akzeptieren, wenn Sie die Motorhaube zumachen, dass auf der linken Seite so eine Fuge ist, auf der rechten so eine. Das hat nicht mal der Trabi hingekriegt. Wenn Sie sich das hier anschauen, es stimmt keine Krümmung mehr, es geht nichts mehr zueinander. Das ist sozusagen das Dilemma, dieser Absturz von der wunderschönen Form, von der Schaubarkeit interessant anzuschauen. Und dann muss man es aber noch bauen, und wie das hier zusammengewerkelt ist, hat für mich nichts mehr mit Konstruieren, mit Bauen und mit Architektur zu tun. So viel zum Kunstversprechen der Konstruktion. Es geht auch andersrum. Man kann auch gewissermaßen aus der Begeisterung für die Konstruktion, ich höre sofort auf, ich bin auch bei meinen fast letzten Bildern, hier sozusagen das moderne Pittoreske als Formmöglichkeit, nicht der Einsturz einer Art, wie soll ich sagen, Ruinenromantik auf Hightech zelebrieren, und diese Form ist für mich auch eine fragwürdige Form, wo die Konstruktion jetzt ebenso formalistisch benutzt wird als Selbstzweck. Das hier ist Calatravas Milwaukee Kunstmuseum. Das ist für mich eher, sagen wir mal, Konstruktionskunstgewerbe als Architektur. Mit einem Wort, die zeitgenössische Bildverliebtheit und Objektfixiertheit zelebriert den Abschied der Architektur von der Baukunst, verstanden eben als Einheit von Logik und Ästhetik, von Konstruktion und Form. Und bei der Architektur handelt es sich, soweit wir in die Geschichte ihres Selbstverständnisses zurückschauen, um eine Kunst, die nicht am Bauen vorbei, sondern durch dieses Bauen hindurch ins Leben tritt. Konstruieren heißt nicht, irgendetwas irgendwie baubar zu machen, sondern baulich zu denken, aus einer inneren Logik des Fügens und unseres Empfindens heraus zu gestalten. Und Baukunst ist, wie das Schelling so schön gesagt hat, eine Kunst der Notwendigkeit, deren Reich der künstlerischen Freiheit nicht im möglichst aufwendig inszenierten aus dem Wege gehen von Zweck und Notwendigkeit und Konstruktion besteht, sondern in der tatsächlichen Bewältigung und Bemeisterungen und Transzendierungen dieser Bedingungen. Auf diesen unzeitgemäßen Sachverhalt muss man von Zeit zu Zeit mal wieder hinweisen. Wenn ich hier in der ETH damit offene Türen eingerannt habe, umso besser. Vielen Dank.